Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Beta. Ihr seht schon, das ist Crystal Beans from Dungeon Explorer. Übersetzt hat das der Babu, ansässig bei den SNES Projects. Und ich drücke Start. Ja, weil der Intro, der kommt nämlich auch, wenn ich Start. Hab ich jetzt Start? Start, bitte. Dankeschön. Start drücken. Ja, wie gesagt, deutsche Übersetzung schon Version 1.1, also trifft es vielleicht Let's Beta nicht so ganz, aber egal. Wenn sauer Regen fällt, wird die Erde verrotten und das blaue Meer verseucht. Die Welt wird von Dunkelheit umschlungen. Jegliches Licht verschwindet. In solchen Zeiten formieren sich naja. Im Lande von Grandol lebt das Volk in Harmonie und Frieden. Einst wurde Grandol von Dämonen regiert. Dank des magischen Edelsteins entstand Friede über das Land. Da fehlt übrigens ein Punkt. Der magische Edelstein half bei der Wahrung des Friedens. Tag für Tag funkelte er. Da fehlt auch ein Punkt. 100 Jahre vergingen, doch eines Tages. Der Himmel verdunkelte sich. Saurer Regen fiel auf das ganze Land von Grandol. Es regnete den ganzen Tag oder so. Als es aufhörte zu regnen, sah das Volk ein finsteres Schloss, das über dem Horizont im Himmel schwebte. Da ist es. Man kann es gut erkennen. Sieht aus wie das Schloss, das Mushroom Kingdom Schloss. Der saure Regen öffnete ein versiegeltes Portal. Zahlreiche Monster konnten nun entkommen. Der Regen drang durch jede Pore, da fehlt ein Leerzeichen. Dadurch wurden 15 Dämonen wiederbelebt, die durch... Da fehlt ein Komma. Oh Mann, ich höre jetzt damit auf. Durch die Wiederbelebung des Schloss Rubens... Ich komme nicht hinterher. König von Rubens, der Teufel hat das himmlische Königreich erobert. Die Kraft der Kristallbohne ist verloren gegangen. Ihr müsst die Helden des Lichts rufen. Sie müssen Grandol auch die ganze... und auch die ganze Welt retten. Um Himmels Willen! Dann werde ich sie jetzt rufen. Als die Stimme verklang, brach ein Lichtstrahl durch die Wolken bis in den Heldenraum des Schlosses und so weiter. Die Götter versandten 8 heilige Waffen und die Kristallbohne. Oh yeah. Boxhandschuhe. Wie einst in der Legende zogen die Helden des Lichts in das Schloss. Stück. Nun können die Helden aufbrechen, um Grandol und das himmlische Königreich zu retten. Ja. So. Wollen wir mal gucken, ja. Anzahl der Spieler auswählen. Ich bin dummerweise gerade ein bisschen alleine. Deswegen kann ich auch nicht 2 Spieler oder 3 Spieler auswählen. Crystal Beans, Kämpfer, Krieger, Jäger, Magier, Kaliber heißt er. Ah, Priester, Mönch, Ninja und Hexe. Der Mönch boxt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und viel Stärke ist cool. Oh, der Ninja. Ich finde eigentlich Ninjas immer verdammt cool, weil die Ninjas gewinnen immer. Ja, gibt es so ein cooles Zitat bei German Bash oder wo das war. Also, selbst wenn Ninjas gegen Ninjas kämpfen, gewinnen die Ninjas. Also, ja. Tja. Nehmen wir den Mönch. Auch wenn der Mönch ein bisschen aussieht wie ein Wolf. Neu, Datei 1, Passwort neu. Helden, wir sind sehr froh, dass das Licht euch zu uns geführt hat. Da fehlt ein Leerzeichen. Das ist mir schon vorne ein paar Mal aufgefallen. Fehlen ab und zu mal ein paar Leerzeichen. Ihr habt den Auftrag, die Dämonen zu besiegen, um Grandol und das himmlische Königreich zu beschützen. Euer erstes Ziel ist der Dämon, der sich im Feuerberg versteckt. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass ihr die Helden aus der Legende seid. Moment, ich habe wieder vergessen, mal meinen Timer zu stellen. Ich bin so ein Ultraheld. So, haben wir das nachgeholt? Die Helden aus der Legende seid jedenfalls. All unsere Hoffnung streckt... Mann, verdammt, ich muss mal meine Brille putzen. All unsere Hoffnung steckt in euch. Und los geht's. Was hast du zu sagen? Ihr könnt Gegner bekämpfen oder ausweichen.
auf der anderen Seite. Müsst ihr gegen die 15 Dämonen kämpfen. Also übertreibt es nicht. Ja. Ja, das ist übrigens angreifen. Dann kann ich hier lustig mich im Kreis drehen. Das habe ich schon rausgefunden. Das ist sowas wie, ja, wenn mich dann ein Gegner berührt, dann mache ich den Buff. Dann wird er einfach gehauen. Dann verliere ich aber Lebenspunkte. Ich glaube 2 Stück oder so. Mal gucken. So. Die Bücherei hat neue Bücher bekommen. Kann nicht schaden, über das Land zu lesen. Kann nicht schaden, über das Land zu lesen. Er meinte damit wahrscheinlich etwas über das Land zu lesen. Ja, rennen kann man im Spiel nicht. Oh. Oh, auf dem Knopf komme ich in, okay. In den Levelwahl. Schloss von Rubens und der Feuerberg. Aber ich wollte ja noch ein bisschen im Schloss rumgankern erstmal. Ah ja. Hey, schub's nicht, du Typ. Sonst kriegst du einer. Bam, bam. Na, sprich schon mit mir. Ihr seid in Rubens. Danke, hätte ich jetzt nicht erwartet. Hey, mach die Tür auf. Ja, Türen, die zu sind, gehen nicht auf. Okay, gut zu wissen. Aber Türen, die offen sind, kann man reingehen. Auch gut zu wissen. Oh, guck mal, ein Oppi. Guten Tag. Das Jahrhundert des Friedens ist vorbei seit dem Regen. Die Dämonen sind auferstanden und Grandol geht dem Bach unter. Runter, meint er. Er geht dem Bach runter. Also so kenne ich den Spruch zumindest. Kann ich mir mal irgendwas wahrscheinlich nicht angucken. Das ist übrigens, wer es so noch nicht mitbekommen hat, irgendwie finde ich ein ziemlich arcade-lastiges Action-RPG. Ja. Gibt's auch eins, das war für das N64, glaube ich, oder für ein Gamecube oder für beides. Ach, ich weiß aber den Namen nicht mehr. Auf jeden Fall konnte man das auch mit mehreren Spielern spielen und das war ja auch total Panne eigentlich. Also, das heißt auch, das war total Panne. Dass wir, ich habe es ja schon mal angespielt, ist total witzig. Ich find's cool. Alles voller Lava und es ist extrem heiß im Feuerberg. Wenn du Pech hast, verbrennst du dich. Wenn du irgendwo hintrittst. Okay, danke. Für die Info kriegst du einen Schlag ins Gesicht. Ah, hallo. Wenn du verletzt bist und hast keine Tränke, sei vorsichtiger in dem, was du machst. Ja, unten, also auf der linken Seite haben wir ja so eine tolle Anzeige. Da ist einmal links da, die Flasche mit dem W, das ist eine Health Potion. Und das daneben, der Totenkopf mit dem B, das ist sozusagen eine Smart Bomb. Wie man sie eigentlich aus Side-Scrolling-Shootern kennt, zum Beispiel. Oder Upside Down, 3D, Special Shooter-Dingens. Oder andere. Einer der 15 Dämonen ist der versiegelte Salamander am Feuerberg. Wenn ihr möchtet, geht zur Bücherei, um mehr zu erfahren. Oh ja, bitte. Unbedingt. Unbedingt. Die Musik klingt nach Harvest Moon. Haben wir mit dem Kind da schon gesprochen? Wow, Held des Lichts, ganz toll. Halt die Fresse. Ich will zur Bücherei, ich muss jetzt erstmal was über den Salamander lesen. Ah ja, hier hätten wir dann eine Health Potion und eine Smart Bomb. So. Neben Rubens gibt es noch andere Königreiche. Das Königreich Peridot. Wird das so gesprochen? Korrigiert mich, wenn ich das falsch spreche. Das Königreich Peridot, dieser König, der Bruder vom König von Rubens. Und das Königreich von Garnet, das liegt im Norden. Ja, da werden schon bestimmt viele gute Kommentare zu dieser Stelle kommen, um was man da besser schreiben könnte. Ich bin davon überzeugt. Genauso überzeugt bin ich davon, dass ich jetzt mit diesem Kind reden werde. Mein Opa ist Meister der Medizin. Half mir immer, wenn ich was hatte. Und wo ist der? Und vor allem, was hattest du? Hattest du einen Lolli oder hattest du einen Apfel? Ach ja, das ist der. Was willst du? Lass mich in Ruhe, ich recherchiere. Was recherchierst du jetzt? Du säufst doch, Junge. Den ganzen Tag nur an der Pulle. Von früh bis spät. Und dann in der Hecke schlafen. So haben wir sie gerne.
So, waren wir da schon drin? Ich kann mich nicht erinnern. Mein Kurzzeitgedächtnis verlässt mich immer so schnell. Ah, nein, hier machen wir noch nicht. Was? Du willst zum Feuerberg? Vergiss das besser, mein Freund. Die 15 Dämonen sind frei. Ich möchte Einheit des Lichts sein, aber nur, wenn ich groß bin. Nö. Gut, dann gehe ich eben in die Politik. Ich möchte Einheit des Lichts sein, Spla. Ja. Juhu, wir sehen uns in 10 Jahren. Sie meine Frameskip reinhauen und dann mal ein paar Jahre warten? So, ich glaube, das war's hier. Dann können wir jetzt nochmal in das Schloss. Und mal gucken, was hier abgeht. Also die Bücherei haben wir ja noch nicht gefunden. Huch. Awesome. Guck mal, ich kann auf die Kuppel schlagen. Hihi. Von welchem Jahr war das Spiel? Es stand, glaube ich, im Startscreen. Ich glaube, 91 oder so. Oh, noch eine Smart Bump. Aber ich kann Smart Bump gar nicht einsetzen. Ich glaube, man braucht eine bestimmte Anzahl von diesen Totenköpfen, um eine Smart Bump zu zünden. Ja. Oh, guten Tag. Es gibt 8 Helden des Lichts. Geh zum Heldenraum im Schloss, wenn ihr euren Platz mit jemand anderem wechseln wollt. Okay. Ist das da? Ich will das haben. Gib mir die Stifte. Sind das Stifte? Oh, gibt's hier viel zu erzählen. Denke daran, dass du in Dungeons langsamer als draußen bist. Pass also gut auf, wo du hingehst. Ja, ich bin in Dungeons dann langsamer. Okay, gut zu wissen schon mal. It's good to know something. Einst von den Edelsteinen, von dem Edelstein versiegelt, wurden die Dämonen durch saurem Regen von Demons wiederbelebt. Ja. Das war die Geschichte, die ich dir zu erzählen hatte. Jetzt geh weg. Wie das sich im Kreis dreht. Toll. Und wie der Typ ist, der sich überhaupt nicht bewegt. Ach, ich kann ihn auch gar nicht schieben. Schade. So, rechts gibt es bestimmt auch noch eine Menge zu tun. Oh ja, was bist denn du für einer? Dies ist die Bücherei. Hier findet ihr seltene Bücher. Bitte aufpassen und leise sein. Okay. Die Legende des Feuerbergs. Vor einigen Jahrhunderten brach ein Vulkan aus. Eine riesige Höhle formte sich. Salamander war einer der 15 Dämonen. Das Höllenfeuer des Vulkans war seine Stärke. Es wurde tief im Vulkan versiegelt und sehnt sich nach Rache. Nur ein Auserwählter kann gegen ihn ankommen. Die Legende des Feuerbergs, bla bla, haben wir schon mal gelesen. Bin ich nochmal aus Versehen auf den Knopf gekommen. Ja, ja, ja. Ah, okay. Und weiter geht's. Hallo? Ach so, das sind die 8 verschiedenen... Sind das hier die verschiedenen Dungeons? Quasi. Um ein guter Soldat zu sein, ist es wichtiger immer ein... verdammt. Um ein guter Soldat zu sein, ist es wichtig, immer Neues zu lernen. Zum Beispiel die Bruchrechnung. Oder ganz gewitzt, die Prozentrechnung. Oh, yeah. Alles meins. Oh, was auch immer das jetzt war, ich hab's mitgenommen. Man hat ja gesehen, der Status ging ein bisschen hoch durch die diverse Items. Ja. Oh, ja, es prallt auch, Schüsse prallen auch ab. Hat man jetzt nicht so gut gesehen, ha? Da. Coolio. Sehr coolio. Ich kann auch schräg schießen. Das ist ja awesome. So kann ich also um die Ecke schießen dann. Oh, cool. Das ist so ein Pong-Effekt. Nein, man schräg. So einen Effekt hatte ich früher auch gerne mal bei Pong. Wenn dann einfach nur, also so immer 45 Grad Winkel, dann ist er irgendwo angekommen und ist aber im 180 Grad Winkel wieder abgesprungen. Also in die gleiche Richtung, wie er angekommen ist, wieder ab. Also nichts mit Eintrittswinkel gleich Austrittswinkel. Willkommen im Schloss von Rubens. Auch mehr hast du nicht zu sagen. Blöd, Mann. Immer so wenig Text. Hast du mehr zu erzählen?
Dies ist der Heldenraum. Tretet ein, wenn ihr euren Helden wechseln wollt. Ich will einen eigentlich noch nicht wechseln. Das machen wir später mal, aber ich guck trotzdem mal rein. Cool. Und das ist die Kristallbohne. Hab ich die mal antatsche? Komm schon, geh kaputt. Schade. Ach so. Ah, da kann ich gucken, was die für Werte haben. Hab mich jetzt gewundert, warum da unten der Status wechselt. Okay. Ja, und dann gehen wir mal weiter. Zahn geht weiter. Hä? Der Controller spinnt schon wieder rum wie ein Verrückter. Ungut. Die Bücherei hat neue Bücher bekommen, Mann. Ah ja, okay. Gut, also haben wir jetzt alles durch. Dann gehen wir in den ersten Dungeon. Oh nein, den ersten Dungeon müssen wir leider verschieben auf den nächsten Part, wie ich hier das der Zeit nach sehe. Also Leute, ich freue mich schon drauf auf den nächsten Part. Wir sehen uns, macht's gut, bis dahin und tschaußen.